Du weißt ja Bescheid, am Seil nur mit Seite korrigieren, nicht mit quer. Ja, guck mal, die Lappen, wenn die abmarschieren hier. Ja, aber am Seil wirklich nur mit Seite korrigieren, weil Querruder bringt nichts. Was ist die Höhe denn? Guck mal hier. Ja, ist gut. Der ist ja einmal so geflogen, ne? Ja, ja. Ja. Der Schwerpunkt ist wo? Der Schwerpunkt ist... Der stimmt, den habe ich schon vermessen. Ja, der Schwerpunkt ist... Wir sind ja drin. Um die Lage des Hakens zu bestimmen. Der Schwerpunkt ist nur weiter vorne. Ja, gut, der hat zwei Lagen. Ne? Ja. Vor den Haken nehmen, definitiv. Meinst du? Ja, klar, sonst hast du ja noch mehr Aufwand. Nein, nein, nein. Du hast, wenn du hinter und nach, hast du 15, 20 Grad nach vorne. Das ist genau richtig. Ja, aber von den beiden Stufen würde ich jetzt den Kopf nehmen. Ich nicht. Das liegt ja nur hinter dem Seil her. Ja, dann hast du aber nicht so einen hohen Druck auf den Flächen. Ach, zumindest wenn er nicht aushält, hätte er kein Flieger werden sollen. Guck mal, die Lappen, wie die ausschlagen. Ey. Ja, ist doch egal, du musst ja nicht vollziehen. Ja, mach keine Hektik immer. Du hast doch eine proportionale Richtung. Pass auf, warte, dass die Leute vorbei sind, nicht, dass da noch ein Ausbrecher kommt. Aber solange ich... Okay, weißt du, dann good luck. Zurück. Ja, ich bin dabei. Geh rein, da links. Ja, ja. Warte. Aber mit Seite bitte. Schock hier. Ja, das ist ein Thermikbad. Zieh. Rein, rum. Ja, bleib langsam. Muss ich doch erstmal an die Mühle gewöhnen. Ja, aber. Ja, der hat einen leichten Hang zum Überdrehen. Ich weiß das doch nicht. Nein. Komm jetzt mal, rein. Jetzt geht schon voll die Klappen jetzt. Ne? Das ist ja geil. Ja, ja, aber guck mal. Ja, ja, das ist, hat's gebracht. Hey, schieb. Ja, weil der blöde Lappen da hinten rumtanzt. Oder? Ja, ja. Ein bisschen rechts halten, ja. Das ist, weil der blöde Lappen hinten so wandert. Ja, so ist noch Fragen, Herr? Genau so wollte ich das haben. Ja, das ist ja wunderbar. Das war auch gar nicht so schwer jetzt, ne? Ja. Wieder nichts gesehen. Georg.